Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit dem MSV Duisburg, mit mir, den Doreax und natürlich den schönen MSV-Trikot immer noch. Ist ja auch noch dieselbe Session gerade eben. Und ja, wir spielen gegen Nürnberg, hatten einen Tag Pause. Und, was soll ich sagen? Erstmals haben sich ein paar Spieler entwickelt oder verschlechtert. Wagner zum Beispiel hat einen Punkt mehr bekommen, was natürlich richtig geil ist. Castrati auch, aber der ist heute, glaube ich, gar nicht dabei. So sieht's aus. Und bei mir weiß ich gerade schon wieder nicht. Doch, der liebe Dausch hat sich natürlich mal wieder verschlechtert. Wäre nicht Dausch, wenn er sich nicht ständig verschlechtern würde hier bei uns. Ne, ist natürlich scheiße. Und ja, wie ihr jetzt schon sehen könnt, wir lassen ein paar andere spielen, weil wir halt eben nur einen Tag Pause hatten. Castrati heute gar nicht dabei. Obinna dann heute mal auf links. Auch wenn er nur halb gedingst ist, halbe Ausdauer. Klotz heute über rechts, weil ich trotzdem Tempo haben möchte. Und Wegbu spielt heute vorne drin. Kann natürlich noch später durch Wagner ersetzt werden. Und dann spielt Aichicek. Doriax wird, denke ich, auch nochmal ausgewechselt dieses Spiel. Und Feldschammer für Dvali. Einfach mal so. Und ich schätze mal, dass eigentlich auf jeden Fall Grote und wird eingewechselt werden. Vielleicht auch vorne nochmal Wagner, da der sich ja jetzt auch verbessert hat. Ist auch endlich der Spieler mit dem besten Abschluss. Und zwar hat er jetzt einen Abschluss von 71. Da hatte vorher mit 69, da hatte Janjic einen Abschluss mehr. Wie ihr sehen könnt, wir sind immer noch Erster, allerdings nur noch mit einem Punkt unterschieden. Da sollten wir gegen Nürnberg hoffentlich gewinnen. Allerdings hat Nürnberg eine richtig starke Mannschaft. Ne? Die sind halt echt nicht schlecht. Und wir spielen heim. Heißt auch im Heimtrikot. Haben wir letzten Part zwar auch gemacht, aber hey. Ne, ihr wisst Bescheid. Ja, ich denke, das wird kein einfaches Spiel. Aber wir geben natürlich alles und ich hoffe, wir können gewinnen. Kriegt da zum Glück nicht den Ball. Und Wegbu sieht Aichicek und Aichicek macht das 1:0 für den MSV Duisburg. Und es ist mir egal, dass es rübergepasst hat, auch wenn sich noch keiner beschwert hat. Ich sage es trotzdem. Ja, wir haben uns eine Chance erspielt. Richtig schön und Aichicek macht sein erstes Tor. Und wenn ich gerade echt Schiss hatte, dass er die nicht reinmacht, als ich den Pfosten gehört habe, ey. Ah, richtig schön 1:0 für den MSV Duisburg. Boah, richtig geil. Schön rübergespielt, aber war wirklich ein schöner Spielzug. Auch wie Onwegbu da gelatscht ist. Das gefiel mir schon mal richtig gut. Und für Aichicek freut mich das natürlich auch riesig. Ja, und dann, ja, hoffentlich geht's so weiter. Ja, Klotz. Auf Aichicek und der hat nochmal Bock. Boah, gar nicht schlecht, der Junge, der macht Spaß. Sieht da Onwegbu. Onwegbu! Starke Parade von Schäfer, schade. Sieht er über außen, komm schon, jetzt eine geile Flagge von Klotz. Und Onwegbu, oh verdammt, Schäfer. Hätten wir noch mal nach hinten gelegt, schade, aber gut. Kein Offensivfoul, komm, Boomhoi. Hui, erste gute Möglichkeit für Nürnberg. Jo, wir führen 1:0 gegen Nürnberg durch Aichicek und wir machen eigentlich ein richtig gutes Spiel. Und ohne Witz, Albutat und Holland gefällen mir auf der 6er-Position. Richtig gut. Obinna muss leider ausgewechselt werden und Grote kommt rein. Also aber ohne Scheiß, ja. Holland und Albutat machen auf der 6 ein richtig gutes Spiel. Aichicek gefällt mir auch super. Alles in einem ist das eigentlich derzeit ein ziemlich gutes Spiel, muss man echt sagen. Und ich hoffe, in der zweiten Halbzeit machen wir auch so weiter. Außen, naja, über außen bringt uns der King nicht so viel. Oh, oh mein Gott. Das war immer das geilste Tor, was wir je geschossen haben. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Alter. Was machen die denn da? Echt, Alter. Wow. 2:0 für uns. Durch sowas. Ja, Özdemir und ich würde mal sagen Schäfer waren da jetzt nicht so eins. Aber hey, als ich habe da jetzt nichts gegen, ne? Das ist das 10. Tor von Doriak schon diese Saison. Richtig stark. Nice. Denn Pierre de Witt kommt jetzt nach vorne auf die hängende Spitze-Position. Weil Doriak kann auch nicht mehr richtig laufen. Hat gerade 2:0 gemacht. Das schönste Tor ever. Und, jo. Der kann das doch. Oh nein. Oh verdammt. Scheiße. Guter Pass auf King. Boah, starke Parade, Raphael Schäfer. Und Pierre de Witt. Und
Fälscher nach einer Ecke, Alter, wie echt. Jedes Mal der Fälscher, der da richtig steht. So hat er sein erstes Tor gegen, habe ich schon wieder vergessen gemacht. Und, wie waren das? Und sein erstes Saisontor, scheiße, habe ich echt vergessen. Egal, gegen Sandhausen war es ja eigentlich auch nach einer Ecke. Ach, nice, ey. Okay, 3:0 für den MSV Duisburg und Fälscher, ne? Hör mal, du spielst gerade echt stark, muss man echt mal so sagen. Auch in der Verteidigung spielt er gut. 3:0 führen wir gegen Nürnberg. Das ist geil. Aber die Position ist gefährlich. Boah. Oh, Reda, Alter. Okay, die Parade war mega gut. Ach ja, wir haben Albutal ausgewechselt für Wolze. Aber die Parade, stark, richtig guter Keeper. Bam. Richtig gut. Ich habe echt damit gedacht, ich habe damit gerechnet, er geht rein. Okay, das war meine Schuld. Und der macht den nicht rein. Das war gerade sowas von mein Fehler. Scheiß die Wand an. Komm. Alter, check. Alter, Finne, war der knapp. Okay, Pierre de Witt wird vermutlich nochmal die Chance kriegen. Pierre de Witt macht auch das 4:0. Stark, richtig stark. Ja, feier doch mit deinen Kollegen, Mann. Applaus, Applaus. Für deine. Irgendwas. Oh, stark. 4:0 war halt ein Konter, ne? Hätten wir vermutlich auch mit vielen anderen gemacht. Aber Pierre de Witt schließt da schon sehr gut ab. Ich würde auch interessieren, von wem er den Pass bekommen hat. Ich glaube, Alcicek. Ich glaube, von Alcicek. Ich glaube, der macht auch gerade sein bestes Spiel, was er hier im Trikot vom MSV Duisburg gemacht hat. Den freue ich mich natürlich. Ja, und damit gewinnen wir 4:0 gegen Nürnberg. Und ich finde, nach einer Niederlage gegen Leipzig kann man genau so wieder zeigen, dass wir immer noch richtig gute Form sind. Das haben wir auch gezeigt. Richtig stark on the Backboard, auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, hier allein die Vorlage erstmal zu Alcicek und der macht ihn dann auch rein. Das war schon ein richtig gutes Match und Alcicek war der Hammer. On the Backboard ist bester Mann. Hätte man aber auch, wie man sehen kann, wirklich Alcicek geben können. Hätte ich wahrscheinlich sogar eher gemacht. Doriak ist auch mit einer guten Partie und einem richtigen witzigen Tor. Die Vorlagen haben zwei on the Backboard. Ja, der hat ein schönes Spiel gemacht, kann man nicht anders sagen. Trotzdem wird er wohl im nächsten Spiel wieder Platz für Wagner machen, das kann ich schon mal sagen. Ja, Fälscher auch geil, der hat getroffen. Ja, Fälscher, Alcicek und Pierre de Witt und Doriak natürlich beim 4:0. Das war ein richtig schönes Spiel. Ja, und da haben wir gezeigt, dass wir nicht in einer schlechten Phase sind. Was natürlich immer hätte passieren können, aber das haben wir hiermit sofort negiert. Und damit würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Wenn ihr mir keinen geben wollt, dann lasst es einfach. Und na, ich wünsche euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und heilige Scheiße, das Spiel war richtig gut. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.